Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ride. Wir haben uns letztes Mal hier mit den Gegnern angelegt, mit unserer neuen MV Augusta in dem European Supersports Ding. Wir sind hier einmal Fünfter, einmal Vierter und haben hier die Bestzeit gefahren. Wir haben jetzt noch den Trackday auf Almeira und in Sierra Nevada das Einzelrennen. Fahren wir jetzt erst schnell das Einzelrennen. Dann haben wir das nämlich hinter uns. Wir haben die, glaube ich, gar nicht so aufgezüchtet, gell? Ah, ich habe meine Fahrerkleidung angepasst, genau. Das habe ich noch gemacht. Wir sind jetzt komplett grün, weiß, schwarz. Alpine Stars Design. GP Pro heißt es, glaube ich. Auf unserer rot-weißen Maschine. Mal gucken, wie sie das macht. Ich bin noch nicht gefahren mit dem Outfit, aber mir gefällt das Outfit an sich schon. Genau, European Supersports. Da sitzt er. Komplett in GP Pro. Nur der Helm ist halt anders. Die Handschuhe gefallen mir auch richtig gut. Ich gehe gleich mal in den Start. Ja, es passt eigentlich ganz gut. Die Handschuhe finde ich mega nice. Ich weiß gar nicht, wir haben hier. Bei der letzten Aufnahme schon wieder her. Haben wir Wheelie Control? Anscheinend an. Kriegst du so eine Rolle? Aus? Okay. Aber wir fahren die lange Version. Ich werde mal probieren, an der führenden Gruppe dranbleiben zu können. Hier vielleicht innen. Na, geht nicht. Kommen wir zu weit raus. Na, gleich mal wieder den Windschatten ran. Saugen, was überhaupt nicht funktioniert. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und hier kommt jetzt diese mega Arschlochkurve, wo ich sie einfach so leicht auf die Fresse hauen kann. Und wir gehen innen durch mit leichten Slide auf Platz 2 vor. Ah, da werden wir wieder überholt von Leblanc. Können wir die folgen? Ja, die können wir folgen, müssen aber in die nächste reinbremsen. Ho, ho, ho. Da hat er kurz vorm Blockieren. Beziehungsweise das Rutschen angefangen. Blockieren werden wir schon am Boden gelegen. Harter Kampf. Gefällt mir. Kann man folgen? Kann man folgen über den Dreck? Kann man nicht mehr folgen. Wir sind noch dran. Und gehen daneben, aber sind außen. Jetzt mit mehr Schwung innen reinstechen. Oh, alles wird knapp. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen scheiße angefahren. Wir haben noch Druck von hinten, also wir können uns hier nicht ausruhen. Machen ein bisschen auf, gehen ein bisschen weitere Linien und versuchen dann von außen mit Schwung schneller aus der Kurve rauszukommen. Aber wir kommen hier nicht rein. Ah, hier kommen wir jetzt zu weit raus, müssen wir vom Gas gehen und da verlieren wir noch einen Platz. Jetzt sind wir noch Vierter. Nicht gut. Gar nicht gut. Der Fünfte sitzt uns im Nacken. Aber wir sind noch dran. Santos ist jetzt gleich auf 2 vorgefahren. Außenrum. Lupfen da den einen etwas. Ah, der drückt uns dafür jetzt raus. In den Dreck. Volle Kanne am Gas. Dritter. Leblanc hängt uns im Heck, beziehungsweise fährt gerade vorbei. Und noch einer. Oh, jetzt habe ich vergessen zu bremsen. Ho, 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 ho. Irgendeiner hat jetzt hier gerutscht. Ich weiß nicht, ob es ich war. Oh. Hier wieder im Slide raus. Ist zwar nicht schnell, aber effektiver als vom Gas zu gehen. Dann kommen wir in die Vollgasecke. Oder? Ne, kommt noch nicht. Oh, hier vertut man sich aber auch schnell, wo man gerade ist. Jetzt kommt der Vollgasteil. Zu stark eingelenkt. Wir müssen hier irgendwie versuchen dranbleiben zu können. Die sind sie weit gegangen. Die sind sie extrem weit gegangen. Stechen wir einfach innen durch, kommen aber ein bisschen weit raus. Können aber Platz halten. Wir sind in Führung. Die zwei haben sich jetzt gerade gegenseitig rausgedrängt. Gut, Führung haben wir jetzt mal. Jetzt müssen wir ihn nur verteidigen. Also keinen Fehler machen.
Ja, ein bisschen schlecht rausgekommen. Sieht aber gut aus. Wir führen mit, wie viel? 1,1 Sekunden Vorsprung. Vor Santos. Vielleicht, wenn wir jetzt mal Ideallinie fahren, können wir ein bisschen schneller gehen als die anderen. Wenn wir fehlerfrei bleiben. Und nicht sowas hier passiert. Das sieht immer noch gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. 1,7 Sekunden Vorsprung. Eine Runde haben wir. Bloß keinen Fehler machen. Aber es sieht sehr gut aus für uns. So, jetzt kommen wir in die Vollgaspassage. Die müssen wir jetzt schön flüssiger wissen. Wir haben 2 Sekunden Vorsprung. Haben wir sehr gut erwischt. Kommen wir hier gut raus. Auch die Dreifach rechts hier, die wir am Ausgang vornehmen können, kommen optimal. So gut habe ich die, glaube ich, noch nie erwischt. Ah, kommen wir etwas zu eng raus, Streifen innen, aber es hat uns nicht wirklich aufgehalten. Ich glaube, unserem Sieg steht nichts mehr im Wege, außer wir. Und Sieg. Macht leider kein Wheelie. Schade. Gewonnen. Puh, anstrengendes Rennen. War aber geil. Hat jetzt mega Spaß gemacht, so zu fahren. Testfahrer. Titel freigeschaltet. Wir bekommen unsere 10.000 Roof und 10.000 Credits. Roof is on fire. Gut. MV Gustav vor Triumph vor MV. Der Ben Müller hat eine Triumph gehabt. Schauen wir kurz ins Replay. War jetzt doch spannend. Die Triumph schaut ein bisschen aus wie eine Honda. Von vorne jetzt. Fand ich. Zeck schaut irgendwie bei allen gleich aus. Aber von vorne könnte es auch eine schielende Honda sein. Das sah auf jeden Fall sehr gut aus. Da konnten wir noch. Da waren wir noch Fünfter in der Gruppe. Echt Respekt. Also mit dem Motorradfahren macht man richtig Laune. Schauen wir mal, jetzt machen wir noch den Track Day in Almeida. Versuchen so schnell wie möglich, so viele wie möglich zu überholen. Und dann würde ich sagen, stürzen wir uns schon mal ins erste Rennen der World Tour. Und wir sind schon 113. Vielleicht kommen wir heute noch in die Top 100. Track Day Almeida. Natürlich mit unserer MV. Mit was für Motorrad wir in die World Tour gehen, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, ich hole mir da nochmal eine neue. Obwohl die MV schon geil ist. Wenn wir die richtig aufmotzen, dann könnte da schon noch mehr drin sein. Also mehr Leistung ist auf jeden Fall noch drin. Probieren wir es jetzt einfach mal, unser erstes Rennen mit der MV. Kommt drauf an, wie wir jetzt rauskommen. Wenn wir natürlich jetzt hier gleich mal gewinnen, dann bleiben wir bei der MV. Wenn wir nur knapp hinten sind, holen wir uns Tuning-Teile, und wenn wir richtig weit hinten sind, holen wir uns ein neues Motorrad. Ah, und gleich mal die erste Kurve sauber verbremst. Nachdem der andere hier so schlürft. Ziehen wir einen durch. Also bei dem Trackday möchte ich auch nicht dabei sein. Was das hier für Schläfer sind. Warum fahren solche auf eine Rennstrecke? Nein, da schmeißt uns. Wunderschöner Highsider. Das ist echt nicht das Revier von, also das Jagdgebiet von MV. Weg da.
Schau mal, wie viel wir jetzt hier auf der Geraden wegschnupfen können. Eins. Zwei. Drei. Vier. Drei auf der Geraden und einen in der Anbremszone bereits. Also machen wir vier Plätze gut auf der einen Geraden. Das sieht ganz gut aus. Wir haben jetzt schon die Hälfte geschafft. Und haben noch eine Minute Zeit. Ich bezweifle mal jetzt, dass die schneller werden. Sieht zumindest aktuell nicht so aus. Ich habe jetzt auch gar nicht darauf geachtet, mit wie viel Zeit wir angefangen haben. Da ist jetzt kurz geleckt. Also, Bronze haben wir schon mal. Und wir haben noch über 30 Sekunden. Wenn man sich mal an die MV auf der Strecke gewöhnt hat, lässt sie sich echt schön fahren. Am Anfang war es ein bisschen hakelig. Uiuiui. Da hätte ich jetzt vielleicht außenrum überholen sollen. Wäre ich hier mit mehr Schwung rausgekommen. Aber, wie wir ja bereits wissen, können wir auf der Geraden hier 3 bis 4 Leute überholen. Und uns fehlen nur noch 2. Oh, den haben wir. Hä, wo haben wir den Ding gestriffen? Und wir haben Gold. Verbremst, verbremst, verbremst. Nicht hinfallen. Nicht hinfallen, habe ich gesagt, Alter. Oh, die können uns zurück überholen. Den holen wir uns aber nochmal. Jawohl. 28. Immerhin ein mehr als soll. Auch wenn es uns jetzt da zum Schluss sauer auf die Fresse gelegt hat. Ich weiß jetzt auch nicht so ganz warum. Ist egal. 8.900 Credits, 8.900 Ruf. Weiter geht's. Dann starten wir jetzt die World Tour des Supersports. Mal schauen, was da so für Rennen dabei sind. Suchen wir uns einen Exoten aus. Wir steigen uns auf Platz 107. Also wenn wir jetzt nochmal so viele Plätze gut machen, ja, dann reicht es ganz knapp nicht für die Top 100. Dann gehen wir mal in die World Supersports. Wir haben einmal ein Einzelrennen Potrero, Magny-Cours, Miami und 3 Championships. Dann fahren wir mal in Miami. Da waren wir eh erst nur einmal. Können wir jetzt alle 3 benutzen. Die 2 haben gleich viel PS. Nur die hat mehr. Und auch mehr Drehungen. Aber auch 10 Kilo mehr. Eigentlich ist die hier viel schneller als die. Aber wir fahren jetzt mit der MV. Weil mit der noch nicht so viel Rennen gefahren sind wie mit den anderen. Bin ich ja jetzt gespannt. Ach ja, was mir gerade einfällt. Ich habe ja eine super Überraschung für euch. Ich habe mir ein neues Spiel gekauft. Ist natürlich noch geheim, weil es ist eine Überraschung. Aber das wird heute Nachmittag. Müsste das Video online kommen. Theoretisch. Ich hoffe, dass es heute Abend online kommt. Ich versuche es zumindest, heute Abend online zu bringen. Ansonsten kommt es morgen. Muss jetzt schauen, wie mir das zeitlich ausgeht, weil wir hier gerade renovieren und hier ist gerade Halligalli und jetzt muss ich wieder arbeiten. Also, ich hoffe es, dass ich es schaffe. Dann ziehe ich gleich mal rein. Dann sind wir schon mal Zweiter. Müller ist wieder vor uns. Sagen wir es mal im Windschatten ran. Mal vorbei zu gehen und wir gehen vorbei. Oh, hatten wir einen leichten Slide. Ich
Das war total scheiße gefahren, die Kurve. Sticht der innen durch. Kleine Pisse. Kann man nicht hinter ihm. Bremsen wir uns ja wieder rein. Das könnte ich stundenlang machen. Und ab geht die wilde Fahrt. Lange gerade, mal gucken, wie wir uns da leistungstechnisch schlagen. Entschuldigung, falls man das gerade gehört hat. Ich glaube, wir schlagen uns ganz gut, leistungstechnisch. Oh, jetzt kommen sie rechts. Oh, es geht auch hin. Ich habe keine Ahnung, wo ich bremsen muss. Das war auf jeden Fall schon mal viel zu spät. Das war schon mal gar nicht so verkehrt. Er ist noch dran mit seiner MV Agusta. Ich würde sagen, wir haben ja ein sehr leistungsstarkes Motorrad. Obwohl es eigentlich von Leistung und Gewicht her gar nicht so geil ist. Hier haben wir einen Slide raus. Direkt umlegen. Das ist ein scharfes Eck. Da kann es noch zu Stürzen kommen. Hood geht vorbei. Oh, bin ich blöd. Und da ist unser letzter Rewind weg. Also wenn es uns jetzt schmeißt, haben wir leider verkackt. Voll am Gas, egal wo man hängt am Motorrad, immer Vollgas. Runde 1 vorbei, oder? Ja. Also jetzt das Ganze etwas vorsichtiger angehen und von mir aus auch aufs Podium fahren. Ich habe jetzt aber keinen Bock hinzufallen. Können wir hier innen rein? Kommen wir hier innen rein? Ja, wir kommen hier innen rein. Dann auch noch einen super Bremspunkt erwischt. Das war genau das Maximum, was möglich war. Ob wir den nochmal so erwischen, bezweifle ich jetzt mal. So, jetzt geht's wieder auf die mega lange Gerade. Hier darf man jetzt auf gar keinen Fall verbremsen, weil dann ist die Kacke am Dampfen. Gott, oh Gott. Der Bremspunkt war mal so perfekt. Auf jeden Fall ein ganz enges Fahrerfeld. Die sind alle noch ganz dicht beieinander. Und ich sehe gerade, dass ein Teamrennen ist. Also Teamkollege guckt mal wieder irgendwo ganz hinten rum. Das ist echt so heftig. Nein! Ich bin so dumm. Wieso bleibe ich denn am Gas? Komm schon. Gib Gas, Junge. Müller nochmal vorbei. Den sollten wir theoretisch gleich wieder haben. Das war so dumm gerade von mir. Ich habe mir selber nochmal Stress in der letzten Runde gemacht. Mal schauen, wie nah wir jetzt dran sind. Ob es weniger geworden ist? Ja, es ist eine halbe Sekunde weniger geworden. Ich
einfach mal, dass es so weitergeht. Schauen wir mal, wer auf der langen Geraden der schnellere ist. Ich kriege ein bisschen Windschatten ab, was ich aber bezweifle. Kommen wir mit? Nein, wir kommen nicht mit, der hängt uns ab. Nein, wir kommen... Hä? Jetzt glaube ich, sind wir schneller als er. Wir sind auf jeden Fall dran. Oh! So viel dazu. So viel zum Podium. Na Müller, bremsen wir uns doch gleich wieder vorbei. Ah Mist. Aber das darf es nicht wahr sein. Hat uns zusammen ausgetrickst. Diese miese Nudel. Diese ganz miese Nudel. Oh, wir sind nur Vierter, weil der andere Letzte ist. Mann, ey. Was ist der andere jetzt geworden? 5 Punkte. 1, 2. 0, 1, 2. 5. Sie kann mit 4 Punkten. Doch, da. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Geht schon. Vierte ist halt ärgerlich, insgesamt jetzt. Naja, hoffen wir mal. Hoffen wir mal, dass in den restlichen Rennen besser wird. Damit werde ich mich dann hier mal verabschieden. Vielleicht werden wir nächstes Mal auch so ein Elite-Rennen fahren. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich muss mir das mal angucken, wie das funktioniert. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.